Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es wieder um Lightroom und ich möchte dir heute mal zeigen, wie man nur in Lightroom, das heißt, wenn man kein Photoshop besitzt, sondern wirklich nur mit Lightroom arbeitet, ein schönes Charakterporträt zaubern kann. Viel Spaß damit. Ich habe mich einfach mal selbst fotografiert und möchte dir jetzt anhand dieses Beispiels mal zeigen, wie ich ein Charakterporträt erstelle und zwar auf meinem ganz persönlichen Weg. Ich werde dazu das Ganze in Schwarz-Weiß umwandeln und dann hier wirklich noch so ein bisschen an den Kontrasten und so weiter arbeiten. Ich will gar nicht lange drum rumreden, lass uns einfach direkt starten. Und das Erste, was ich hier machen möchte, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ich möchte das Ganze in eine Schwarz-Weiß-Umwandlung bringen. Das heißt, ich werde hier das Ganze mal auf Schwarz-Weiß stellen. Und ja, dann sind wir schon fertig. Nein, Quatsch. Wir werden jetzt hier natürlich noch ein bisschen was dran arbeiten. Und das Erste, was ich immer ganz gerne mache, wenn ich so ein Charakterporträt erstelle, ist, mit sehr viel Kontrast zu arbeiten. Und dementsprechend werde ich jetzt hier einfach mal den Kontrast richtig schön noch erhöhen. Ach so, ganz kurz noch zu meinen Einstellungen, wie ich hier fotografiert habe. Ich hatte hier einen Blitz von links oben. Das sieht man ja auch relativ gut, weil ich jetzt hier auf der rechten Seite eine schöne Schattenkante drin habe. Das kann man gut finden, das kann man auch nicht so gut finden. Da gibt es ja zum Glück keine Regeln in der Fotografie, sondern das macht man einfach so nach Geschmack und jeder Geschmack ist unterschiedlich. Aber ich finde das hier so ganz cool, wenn man einfach so ein paar Lichter und ein paar Schatten hier mit drin hat, um das Ganze einfach so ein bisschen dynamischer wirken zu lassen. Einen zweiten Blitz hatte ich noch von hier hinten rechts, von rechts hinten und habe dann hier einfach noch so eine kleine Aufhellung hinten in die Haare mit reingebracht, hinten in das Ohr, damit man hier einfach noch eine klare Abgrenzung hat und das Ganze nicht hinten komplett mit dem Hintergrund absäuft. Ja, das war mein Setup. Ansonsten habe ich hier, ich kann das hier mal ganz kurz einblenden, mit einer 160. Sekunde fotografiert. Wenn ich hier im Studio fotografiere, dann mache ich das eigentlich immer so bei dieser Verschlusszeit mit einer Blende 8 und ISO war bei 200. Das Ganze war dann noch bei 70 mm, habe ich mit meinem Standard Zoom-Objektiv hier gemacht, mit dem 24-70 2.8. So viel zu den Einstellungen. Jetzt wisst ihr da auch Bescheid und wir machen in der Bearbeitung weiter. Von den Lichtern her finde ich es total in Ordnung. Sieht man jetzt hier auch am Histogramm, dass ich hier so belichtet habe, dass hier wirklich gar nichts ausbrennt, sondern das soll alles schön noch Details haben. Ich werde allerdings die Tiefen etwas aufziehen oder aufhellen, einfach um hier noch so ein bisschen mehr Details noch mit reinzubringen in den Schattenbereichen, also gerade jetzt hier so in dem Bereich. Ich möchte es allerdings auch nicht zu hell machen, sondern das soll hier schon wirklich schattig bleiben. Also ein paar Details finde ich nicht schlecht. Dann werde ich so ein ganz klein bisschen die Weißwerte noch anheben. Das mache ich jetzt hier mal ohne gedrückte Alt-Taste, weil ich das einfach direkt sehen möchte. Hier arbeite ich gar nicht so sehr technisch, sondern das ist jetzt einfach so nach Gefühl und nach Geschmack und wie das Auge das halt einfach sieht. Und das gefällt mir so schon ganz gut. Also in den Landschaftsbildern würde ich jetzt hier natürlich noch viel weiter nach oben gehen, einfach um hier den kompletten Dynamikumfang auszureizen. Aber jetzt hier bei dem Porträt würde das einfach komisch aussehen, wenn ich jetzt hier wirklich bis zu dieser Kante gehe. Dann siehst du es ja schon, dann wirkt das Gesicht komplett überstrahlt. Dementsprechend lassen wir das jetzt hier bei ungefähr plus 20 stehen. Die Schwarzwerte dunkle ich noch so ein ganz bisschen ab. Ich hätte gern den Hintergrund hier noch so ein bisschen dunkler. Aber schauen wir einfach mal gleich, was wir da noch machen können. Dann gebe ich auch so ein bisschen Klarheit hinzu. Normalerweise bin ich ja nicht so ein Freund von dem Klarheitregler, aber in dem Fall, in so einem Charakterporträt, sieht das doch immer ganz cool aus, gerade wenn es schwarz-weiß ist. Kann man ruhig ein bisschen stärker machen. Also ich denke mal, hier so plus 40 ist schon ganz cool. Jetzt sieht man auch, dass ich hier nicht die reinste Haut habe. Also wenn man jetzt hier mal wirklich ein bisschen reinzoomt, dann ja, sieht man die Krater und Furchen in meinem Gesicht. Ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen. Genau, dann gehen wir einfach mal ein Stück weiter runter und ich kann jetzt hier in dieser Schwarz-Weiß-Palette hier noch in die einzelnen Farbkanäle reingehen und die von der Helligkeit beeinflussen. Und ich möchte jetzt hier an dieser Stelle die Hauttöne noch so ein bisschen abdunkeln. Und die Hauttöne finden sich hauptsächlich hier tatsächlich in diesem Orange-Regler wieder. Das heißt, wenn ich den jetzt nach unten bringe, dann siehst du auch schon, ja, wie ich auf einmal im Solarium war. Aber natürlich will ich es nicht ganz so doll übertreiben, sondern einfach nur so ein bisschen noch absoften, damit hier die Bereiche nicht ganz so hell sind. So gefällt mir das schon ganz gut. Dann werde ich das Bild auf jeden Fall noch schärfen und hier meinen Standardbetrag von ungefähr 80 bis 85 reinsetzen. Und das Ganze dann noch ausmaskieren, sodass wirklich nur die Kanten geschärft werden. Dabei drücke ich hier die Alt-Taste und dann sehe ich auch ganz genau, wo hier geschärft wird. Denn alles, was weiß ist, wird jetzt geschärft. Alles, was schwarz ist, ist nicht davon betroffen. Perfekt. Dann werde ich die Profilkorrektur noch aktivieren und die chromatischen Aberrationen entfernen, wobei das hier gar nicht so sehr notwendig ist. Dann werde ich hier noch eine kleine Vignette erstellen. Das heißt also, die Ecken hier alle noch so ein bisschen abdunkeln. Dann mache ich hier ungefähr minus 25, gefällt mir so ganz gut.
Dann kann ich hier unten noch erstmal den Dunst-Entfernregler noch so ein bisschen anwenden. Das heißt, der gibt mir auch noch mal so ein bisschen mehr Kontrast einfach mit rein. Nutze ich dafür auch immer ganz gerne, weil der einen sehr schönen Kontrast erzeugt. Und ich denke mal, hier so plus 15 ist schon ganz cool. Und ganz unten kann ich hier noch in der Kamerakalibrierung ein bisschen was ändern. Und da möchte ich hier einfach mal das Profil noch ändern. Das steht hier aktuell auf Adobe Standard. Aber ich kann den Weg, wie diese RAW-Datei interpretiert wird, einfach noch ein bisschen verändern. Und ich habe hier festgestellt, dass zum Beispiel Kamera Monochrom richtig cool aussieht in diesem Bild. Das gibt dem ganzen Bild einfach noch mehr Kontrast, finde ich aber extrem stark. Es ist jetzt natürlich schon sehr kontrastreich. Und ich möchte dem ganzen Bild jetzt noch so einen kleinen Look geben, um die Schwarzwerte hier noch so ein bisschen aufzuhellen. Und das mache ich hier in der Gradationskurve. Da werde ich jetzt hier einfach mal die Schwarzwerte, also wirklich den untersten Bereich des Bildes hier anfassen, beziehungsweise dieser Linie anfassen. Das sind dann meine Schwarzwerte und die einfach so ein bisschen anheben. Und genauso gut werde ich meine Weißwerte hier so ein bisschen absoften. Also einfach diese Linie hier so ein bisschen links anheben und rechts ein bisschen runtersetzen. Und dann kann ich jetzt hier noch Punkte in der Mitte setzen und die so ein bisschen auf und ein bisschen abdunkeln. Einfach hier so eine kleine S-Kurve zaubern und dadurch kriege ich noch ein bisschen mehr Kontrast rein, habe aber so ein bisschen, ja, so einen ausgewaschenen Look. Den habe ich auch schon öfter mal gezeigt hier in den YouTube-Videos. Den wirst du also kennen. Wenn du dich schon öfter für meine Videos hier mal begeistert hast, dann wirst du das auf jeden Fall kennen. Aber für alle die, die jetzt hier neu mit dazugekommen sind, das ist so ein Look, den ich sehr, sehr gerne mag. Ja, gefällt mir jetzt so schon richtig gut. Es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, die man noch verändern kann. So ein ganz bisschen würde ich es halt doch noch aufhellen. Aber dann natürlich nicht zu doll. Und dementsprechend müssen hier die Lichter auf jeden Fall noch ein bisschen runter, um das Ganze dann wieder so ein bisschen zu recovern. Perfekt. Was mir jetzt hier zum Beispiel noch auffällt, ich darf ja kein Photoshop benutzen. Das ist ja jetzt hier wirklich mal die Challenge in diesem Video. Ich weiß, dass jetzt viele sagen werden, ja, du musst eigentlich noch mit Photoshop weitermachen. Ja, ist mir alles bewusst. Ich möchte jetzt hier aber tatsächlich das Video mal wirklich so gestalten, dass ich das Ganze nur in Lightroom mache, weil viele auch einfach nur Lightroom haben. Und dementsprechend möchte ich einfach mal zeigen, dass es auch nur mit Lightroom funktioniert. Ich habe jetzt hier so einen ganz kleinen Fussel noch auf meinem Pullover, den ich noch wegkriegen möchte. Und da nehme ich jetzt hier einfach mal dieses Werkzeug, das ist der Bereichsreparaturpinsel. Und jetzt kann ich hier oben erstmal auswählen, ob ich denn einen Kopierstempel nutzen möchte oder den Reparaturpinsel. Und ich standardmäßig ist hier, glaube ich, der Kopierstempel eingestellt. Ich habe jetzt das Ganze mal auf Reparaturpinsel gestellt und werde jetzt hier einfach mal einen Klick drauf machen. Und dann sollte das Ganze auch schon perfekt verschwunden sein. Wenn ich jetzt hier auf Fertig klicke, dann sieht man davon nichts mehr. Richtig cool. Da macht Lightroom wirklich einen sehr, sehr guten Job. Und in dem Fall ist Photoshop wirklich gar nicht mehr notwendig. So, dann zoome ich jetzt hier nochmal so ein bisschen raus. Ich möchte das Bild auch noch so ein bisschen zuschneiden. Ich möchte, glaube ich, hier ein Quadrat draus machen. Habe ich jetzt einfach hier mal mein Freistellungswerkzeug genommen. Und jetzt kann ich hier das Seitenverhältnis eingeben. Und da kann ich jetzt hier einfach direkt 1:1 auswählen. Und dann habe ich hier mein perfektes Quadrat. Werde jetzt hier meinen Kopf nicht anschneiden. Na, meine Augen sind fast auf der 1/3-Linie, aber leider nur fast. Also nicht hundertprozentig geklappt, aber ich denke mal, so ist das Ganze schon sehr gut. Und man könnte es zum Beispiel als Facebook-Profilbild verwenden. Die Klarheit nehme ich noch mal so ein ganz bisschen raus und auch den Kontrast hier werde ich noch so ein bisschen rausnehmen. Und dann kann man jetzt hier noch so ein paar Feinarbeiten machen. Ich möchte zum Beispiel hier so ein ganz bisschen noch Dodge and Burn betreiben. Jetzt werden sich auch wieder viele an den Kopf wahrscheinlich fassen. Wie kann man denn Dodge and Burn in Lightroom machen? Ja, es funktioniert. Man muss hier einfach mal den Pinsel nehmen und ich werde jetzt hier einfach mal anfangen mit einem Fluss von 75 und einer Dichte von 75 ungefähr. Das automatische Maskieren nehmen wir mal raus und dann werde ich jetzt hier die Belichtung mal auf ungefähr, na, wir fangen einfach mal hart an, also wirklich relativ stark an, einfach damit man es auch ein bisschen besser sieht im Video. Mit einer -1-Belichtung werde ich jetzt hier einfach mal über die Stellen drüber malen, die ich noch so ein bisschen dunkler haben möchte, wie jetzt hier zum Beispiel mein Bart. Ja, das ist jetzt natürlich viel zu übertrieben, du siehst es ja noch schon, aber das möchte ich dir einfach mal zeigen, damit du siehst, wo ich hier überhaupt gerade lang male. Und jetzt kann man das Ganze natürlich noch so ein bisschen angleichen. Ich denke mal, so eine halbe Blende minus ist da angebracht. Mache ich das Ganze auch hier nochmal drüber und dann werde ich hier noch meine Pinselspitze so ein bisschen von der Größe anpassen und dann auch nochmal über meine Augenbrauen rübergehen. Wenn ich die Leertaste drücke, dann kann ich hier übrigens den Bildausschnitt nochmal so ein bisschen verschieben, ohne das Werkzeug zu verlassen. Und jetzt male ich auch nochmal über die andere Augenbraue drüber, einfach um das Ganze so ein bisschen abzudunkeln. Perfekt.
Wenn ich da die Stellen gefunden habe, die ich abdunkeln wollte, dann werde ich jetzt hier nochmal auf Neu klicken, einen neuen Pinsel erstellen und diesmal das Ganze umdrehen. Ich mache es jetzt auch erstmal wieder mit einer ganzen Blende, damit du siehst, wo ich male. Und ich möchte zum Beispiel meine Augen noch so ein bisschen aufhellen. Da werde ich jetzt noch das Ganze noch ein bisschen kleiner machen und wirklich jetzt hier mal nur über das Auge so ein bisschen rüber malen. Und genauso hier. Das sieht jetzt natürlich erstmal viel zu krass aus. Aber wir nehmen das Ganze ja noch so ein bisschen zurück. Nur einfach mal, damit du gesehen hast, wo ich hier lang male. Genauso gut kann ich jetzt hier auch meine Augenringe noch so ein bisschen entfernen. Nehme ich jetzt hier einfach das Ganze mal so ein bisschen noch aufhelle. Damit entferne ich sie nicht, aber ich softe sie einfach so ein bisschen ab. Wenn man Augenringe komplett entfernt, sieht das immer mega unrealistisch aus. Deswegen rate ich dazu nicht wirklich. Das werde ich jetzt hier nochmal wegnehmen, diesen Pinselstrich. Der war ein bisschen viel. Aber auf der Seite hier gefällt es mir sehr, sehr gut. Super. Ja, soweit gefällt mir das. Ich klicke jetzt hier mal auf Fertig. Bin eigentlich so schon sehr zufrieden. Man könnte jetzt natürlich noch anfangen, hier einzelne Pickel rauszunehmen und Leberflecke zu entfernen. Da das Ganze aber ein Charakterporträt ist, möchte ich das an dieser Stelle gar nicht, sondern ich finde, da sollte das alles so bleiben. Ich habe nur mal ein paar Hautunreinheiten, aber ja, an der Stelle würde ich das jetzt einfach mal so lassen. Ja, das war meine Bearbeitung zum Thema Charakterporträt nur in Lightroom. Ich hoffe, du konntest da ein bisschen was rausziehen, hast wieder ein bisschen was gelernt. Wenn dem so ist, kannst du dem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn du noch Fragen dazu hast, poste sie unten in die Kommentare. Wenn du weitere Videovorschläge hast, was ich unbedingt mal behandeln sollte, dann poste das auch unten in die Kommentare. Und ansonsten, wenn du es noch nicht getan hast, natürlich den Kanal abonnieren, mein Newsletter abonnieren. Link dazu ist auch unten in der Beschreibung. Da kommt immer mal wieder was Interessantes auf dich zu. Es gibt keinen Spam, sondern das ist wirklich so alle zwei Wochen mal ein kleiner Newsletter, wo ein paar nützliche Infos mit dabei sind. Ich würde mich freuen, wenn du dich hier einträgst und der Familie beitrittst und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao.